Ja, liebe Zuschauer, ich melde mich kurz aus dem Thüringer Landtag. Im Hintergrund läuft gerade die Plenardebatte. Das ist heute tatsächlich eher nebensächlich, so will ich es fast mal ausdrücken. Denn heute ist eine Entscheidung gefallen, ein Urteil gesprochen worden vom Landesverfassungsgericht hier in Thüringen, das weit über die Grenzen des Freistaates hinaus wahrgenommen worden ist. Der Urteilsspruch der Richter war nicht nur ein Sieg für die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, die als Kläger aufgetreten ist. Der Urteilsspruch der Richter war vor allen Dingen ein Sieg für die Demokratie. Hinter mir sitzen auch die Abgeordneten von Rot-Rot-Grün und auch die rot-rot-grüne Minderheitslandesregierung. Die Gesichter sind ziemlich lang, alle schauen ziemlich betröppelt aus der Wäsche. Eines ihrer Lieblingsprojekte, das sogenannte Paritätsgesetz, ist von den Richtern in Weimar kassiert worden. Es wurde als verfassungswidrig bewertet und ist entsprechend ja, zurückgenommen worden, beziehungsweise ist damit erledigt. Wir sind stolz darauf, dass uns dieser Erfolg heute gelungen ist. Wie gesagt, ein Erfolg für die AfD, aber vor allen Dingen für die Demokratie, für die Rechtsstaatlichkeit. Wir brauchen in Thüringen, wir brauchen in Deutschland keine Frauenquote. Wir brauchen vielmehr eine Kompetenzquote in der Politik. Nicht das Geschlecht soll entscheiden, wer welche Funktionen wahrnimmt, sondern allein die Befähigung zu einem Mandat oder Amt. Und im Falle eines Mandates hat das letzte Wort der Wähler, der Souverän in diesem Land. Starke Frauen brauchen keine Quote. Starke Frauen, und mit denen habe ich in den letzten Jahren oft gesprochen, haben mir sogar gesagt, dass eine Quote für sie eher diskriminierend ist, weil sie nicht wegen ihrer Leistung in hohe Ämter gekommen sind, in Führungsfunktionen gekommen sind, sondern über die Quote. Und sie werden dann immer als Quotenfrau bezeichnet. Und das ist ihrer Würde und ihrem Ansehen eher abträglich. Also, nochmal ein guter Tag für die Rechtsstaatlichkeit, ein guter Tag für die Demokratie. Das ist meine Bewertung. Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben. AfD wirkt und ja, mit den besten Grüßen aus dem Thüringer Landtag, Ihr Björn Höcke.